Im heutigen Video gibt es für euch fantastische Inspirationen für vegan gefüllte Datteln. Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Rezeptvideo hier auf diesem Kanal. Heute habe ich für euch verschiedene Variationen für gefüllte Datteln. Süße, vegane Naschereien. Die Datteln an sich, für sich, gehören ja zu den schleimfreien Lebensmitteln. Diejenigen von euch, die mich schon länger und regelmäßig verfolgen, wissen ja, dass ich seit Juli die schleimfreie, schleimarme Ernährung nach Arnold Ehret praktiziere. Und die Datteln gehören eben, wenn man sich die Listen anschaut, der schleimfreien Lebensmittel mit zu dieser Lebensmittelgruppe. Ich persönlich esse eher selten Datteln, weil sie mir zu konzentriert und zu süß sind. Also es gibt seltene Momente, wo ich Datteln pur esse. Die Variationen, die ich euch heute zeige, die Rezepte sind nicht schleimfrei. Falls sich jetzt einige Zuschauer wundern sollten, warum ich die schleimfreie, die schleimarme Heilkost praktiziere und trotzdem gibt es auf meinem YouTube-Kanal Rezepte, die überhaupt nicht schleimfrei sind, dann hat es einfach damit zu tun, dass ich eben auch hier auf diesem Kanal Rezepte präsentiere, die ich für meine Jungs, für meine Familie bzw. auch für liebe Freunde zubereitet. Und ich weiß ja auch, viele Zuschauer, die mir folgen, ernähren sich zum größten Teil noch recht konventionell und suchen hier auf diesem Kanal einfach ein paar Inspirationen. Und dieses Video ist auch dafür gedacht. Die Lebensmittelkombination, die ich euch heute zeige, hier in diesem Rezeptvideo, das ist ja das Süße von den Datteln und fetthaltige. Das sind alles fetthaltige Füllungen. Also das ist die Lebensmittelkombination Fett und Süß. Die gehört nicht zu den günstigen Lebensmittelkombinationen, auch nicht zu den schlechten Lebensmittelkombinationen. Sie gehören zu den mäßigen Lebensmittelkombinationen und können ab und zu genossen werden. Ich hatte ja auch im September ein Video mit dem Carlos von den Rohkostlingen veröffentlicht zu dieser Thematik Lebensmittelkombination. Wer es verpasst hat, noch nicht gesehen hat, ich verlinke es euch oben in den Infokarten. So, jetzt geht's los mit verschiedenen Variationen für gefüllte Datteln. Das sind unsere Lieblingsdatteln von Keimling. Datteln in Rohkostqualität, die sind schon entsteint. Wir bestellen meist 2,5 Kilo oder 5 Kilo, das sind jetzt hier 5 Kilo, weil Datteln unser Hauptsüßungsmittel sind. Ihr könnt Datteln auch in Bioläden oder Drogeriemärkten wie DM oder Rossmann kaufen. Achtet immer drauf, dass sie ohne Zusätze sind, also Datteln pur ohne Glukosesirup. Wie schon erwähnt, die Datteln sind entsteint, praktisch schon aufgeschnitten und eignen sich wunderbar für ein schnelles Befüllen. Aktuell gibt es bei Keimling, dem Rohkostversand, 50% Rabatt auf die Datteln Dicklet Nur, und zwar auf die Ernte von 2017. Die sind dann vielleicht nicht mehr ganz so frisch und weich wie die Datteln von der Ernte 2018, aber auch noch super geeignet zum Süßen von verschiedenen Speisen, Energiebällchen oder gerade während Entsaftat mit Püriereinsatz. Da gibt man oben die Datteln rein und vorn kommt eine wunderbare Dattelpaste heraus, die man eben auch für verschiedene Speisen verwenden kann. Oder ihr stellt euch ein Dattelpüree her, da füllt man Datteln in eine Schüssel, Wasser drauf, dass sie knapp bedeckt sind, lässt das ein paar Stunden stehen und dann könnt ihr im Hochleistungsmixer ein Dattelpüree herstellen, was auch sehr gut für das Süßen von zum Beispiel flüssigen Speisen geeignet ist. Also ihr findet den Link zu diesem Rabatt unten in der Infobox. Und es gibt auch diese Datteln, ich habe nur noch zwei davon, die Medjool-Datteln, die sind ein bisschen softer und karamelliger, da gibt es auch gerade 50% Rabatt. Das sind die Zutaten für die erste Füllung, für die Datteln. Das ist aktuell das absolute Lieblingsrezept für gefüllte Datteln von meinem 13-jährigen Sohn. Ihr seht hier links eine Cashew-Frischcreme, die habe ich bei uns im Bioladen gekauft. Cashew-Frischcreme Natur, vegan. Da gibt es auch noch eine Mandelfrischcreme Natur und von Sojananda gibt es hier auch eine Frischcreme Natur auf Basis von Soja. Diese Füllung hat keine Rohkostqualität, das ist eine vegane Füllung. In meinem Sprossen-E-Book gibt es auch ein Rezept für einen Aufstrich bzw. einen Dip aus angekeimten Sonnenblumenkernen, die leicht fermentiert
werden. Das hätte dann Rohkostqualität und könnte eventuell auch für die Datteln verwendet werden. Mein Sohn bevorzugt allerdings eindeutig die Cashewcreme bzw. die Mandelcreme. Dazu haben wir noch etwas Gewürze, einen halben Teelöffel Vanillepulver und eine kleine Menge Cayennepfeffer. Das Vanillepulver ist ja aktuell recht preisintensiv in den Bioläden. Ich kaufe aktuell Bourbon-Vanille gemahlen im DM. Da kosten 5 Gramm Vanillepulver unter 5 Euro. Ihr könnt sicherlich auch im Internet günstigere Vanille finden, wenn ihr dann größere Mengen kauft. Zurück zu den Zutaten. Das ist ganz einfach. Alle drei Zutaten werden mit einem Löffel, besser noch mit einem Schneebesen, zu einer cremigen Masse gemischt. So sieht die Mischung dann aus und diese wird in diese entsteinten Datteln hineingefüllt. Das geht ganz gut mit einem kleinen Löffel, noch besser mit einem Messer. Die ersten gefüllten Datteln sind fertig. Diese Füllung, die ich euch gezeigt habe, reichen ungefähr für 29 bis 30 Datteln. In der Packung der Cashew-Frischcreme sind 150 Gramm Creme enthalten. Das ist die zweite Füllung für die Datteln. Ihr seht Pistazien, das sind 100 Gramm Pistazien. Das sind Pistazien in Rohkostqualität. Die sind schon geschält, nicht geröstet und nicht gesalzen. Hier seht ihr die Verpackung. Diese Pistazien bestelle ich bei Jurassic Food. Dieses Rezept ist schon recht alt. Das habe ich schon vor ca. 20 Jahren für meine Freunde zubereitet. Damals habe ich auch schon vegan gelebt und habe dieses Rezept in irgendeinem veganen Rezeptbuch gefunden. Für dieses Rezept damals wurden geröstete Pistazien verwendet. Ich hatte damals ganz normal im Supermarkt diese Pistazien in Schalen gekauft, die geröstet und gesalzen sind, habe die geschält, habe die dann noch ein bisschen abgewaschen, damit sie nicht zu salzig sind und dann habe ich sie für diese Füllung verwendet. Hier als Süßungsmittel oder auch so eine Art als Bindemittel, das soll auch eine so ein bisschen eine Paste werden, eine Pistazienpaste, habe ich hier Yakon-Sirup, das sind so 1 bis 2 Esslöffel und hier wieder unser Lieblingsgewürz, das ist so ein Viertel Teelöffel bis einen halben Teelöffel Vanillepulver. Ich hatte schon in irgendeinem Rezeptvideo erwähnt, für manche ist ja das Vanillepulver zu preisintensiv. Da gibt es auch noch so eine Alternative, die Tonkabohne. Die schmeckt nicht ganz so wie Vanille, hat aber auch so ein liebliches Aroma und ist bedeutend preisgünstiger. Bei dem damaligen Rezept habe ich als Süße Agavendicksaft verwendet. Den verwende ich jetzt schon länger nicht mehr. Am liebsten als Süßungsmittel Datteln oder den Yakon-Sirup, der hat einen niedrigen glykämischen Index, das heißt der Blutzuckerspiegel, der steigt kaum an, schnellt also nicht so in die Höhe wie bei zum Beispiel Agavendicksaft. Wie bereite ich die Füllung zu? Als erstes mahle oder mixe ich die Pistazien fein und dann vermische ich sie mit der Süße und dem Vanillepulver. Zum Mahlen der Pistazien verwende ich meinen Foodmatic, ihr könnt aber auch die Pistazien in einer Küchenmaschine feinmahlen. Das ist die fertige Pistazienpaste, was auch gut kommt, wenn ihr die Pistazien nicht ganz fein mahlt, sondern noch ein paar Stückchen übrig lässt, sodass es so ein bisschen einen Knuspereffekt hat. Und diese Paste fülle ich jetzt auch wieder in die entsteinten Datteln. Das sind die mit Pistazienpaste gefüllten Datteln. Für die Angaben, wie ich sie euch gezeigt habe, könnt ihr ca. 25 Datteln füllen. Hier seht ihr die Zutaten für die dritte Füllung. Hier links in dieser größeren Schüssel befindet sich selbstgemachtes Kokosmus. Das ist noch nicht so ein richtiges Mousse, wie man das zum Beispiel hier von Dr. Görg kaufen kann. Also ich hatte jetzt ganz viele Kokosflakes noch übrig, habe die in unserem Hochleistungsmixer immer schön gemixt, habe auch noch ein bisschen Kokosöl dazu gegeben. Es ist nicht wirklich ein Kokosmus, also so cremig ist es noch nicht geworden, aber es ist auf alle Fälle so eine Art Paste. Wem das alles zu aufwendig ist, der kann auch das Kokosmus von Dr. Görg verwenden. Das ist eine Rohkostqualität. Da gebt ihr einfach ein paar Löffel Kokosmus in eine Schüssel, stellt diese Schüssel in einen Topf mit Wasser und lasst das bei geringer Temperatur einfach weich werden. Im Sommer ist dieses Kokosmus
von Natur aus weich und kann aus dem Glas gelöffelt werden. Für heute verwende ich das selbstgemachte Kokosmus. Mein Ältester liebt die Mischung Kokos und Vanille, deswegen darf unser Lieblingsgewürz auch bei dieser Mischung nicht fehlen. Hier wieder ca. 1/4 Teelöffel Vanillepulver. Eine andere Kombinationsmöglichkeit wäre, etwas frischen Ingwer in dieses Kokosmus zu raspeln und alles miteinander zu vermengen. Für heute verwende ich erstmal nur die Kokosmus-Vanille-Mischung. Vermische jetzt das Vanille mit dem Kokosmus und fülle das alles in Datteln. Die dritte Variante der Kokosfüllung ist nun auch fertig. Ich möchte hier bei dieser Füllung erwähnen, wenn ihr selber Kokosmus herstellt oder eben gekauftes Kokosmus verwendet und erwärmt, dann füllt es relativ schnell in die Datteln. Es wird nämlich dann beim Abkühlen wieder fest. Ich habe für diese Füllung ca. 4 bis 5 Esslöffel Kokosmus verwendet und das reicht für ca. 25 gefüllte Datteln. Das sind die Zutaten für die vierte Füllung für die Datteln. Das ist eine ganz einfache Füllung. Es bedarf keinerlei Zubereiten, Zusammenmischen, also eine ganz einfache Füllung. Ganz links, das sind Kakaobohnen Rohkostqualität ohne Haut, daneben Kakaobohnen mit Haut und hier haben wir Kakaomasse Plättchen. Das ist reine Kakaomasse ohne irgendwelche Zutaten, ohne Zucker oder irgendeine andere Zutat. Und das ist die Lieblingsfüllung für Datteln von meinem Jüngsten. Die Kakaobohnen kann man ganz einfach in eine Dattel reinstecken oder eben auch so ein Kakaomasse Plättchen. Meistens teile ich so ein Plättchen nochmal durch, halbiere so ein Plättchen und kann damit 2 Datteln füllen. Die Kakaobohnen haben Rohkostqualität, die bestelle ich zum Beispiel online bei Keimling oder Pure Raw. Die Kakaomasseplättchen haben keine Rohkostqualität, sie sind vegan, fair gehandelt und biologisch. Die bestelle ich auch online. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox. So sieht das Ganze dann aus. Datteln gefüllt mit Kakaobohnen oder Kakaomasseplättchen. Gerade wenn man mal so ein Schokoladenhunger hat und keine Schokolade zu Hause, möchte jetzt auch nicht großartig irgendwas zubereiten, aber man hat Datteln und Kakaomasse oder Kakaobohnen, dann kann man sich ganz schnell einen tollen Schokoladenersatz zubereiten. Das sind die Zutaten für die fünfte Variante für gefüllte Datteln. Ihr seht hier verschiedene Nüsse, da hätten wir hier Walnüsse, Macadamianüsse, Pekannüsse und Mandeln. Das kann man auch sehr leicht und einfach kombinieren, bedarf keinerlei großer Zubereitung. Ich möchte aber noch hinzufügen, dass ich unsere Nüsse vorbehandle. Also von diesen 4 Nüssen sind die Walnüsse, die Mandeln und die Pekannüsse schon vorbehandelt. Ich habe sie ca. 20 Stunden eingeweicht, zwischendrin das Wasser gewechselt und dann wieder trocken gedörrt. Dieser Prozess verbessert die Verdauung dieser Nüsse und neutralisiert bzw. baut Enzyminhibitoren ab, die die Verdauung zum Beispiel von Kohlenhydrate, Eiweiß oder Fett verlangsamen können. Je nach Vorlieben können die Datteln mit verschiedenen Nüssen gefüllt werden. So sieht es dann aus, Datteln gefüllt mit verschiedenen Nüssen. Das sind die Zutaten für die letzte Füllung, für die fünfte Füllung und das ist eine Mischung aus Variation 3 und 4. Ihr seht wieder die Kakaomasseplättchen und dazu noch Erdnüsse. Einmal geröstete Bio-Erdnüsse, die habe ich in Schale gekauft und jetzt kurz vorher noch geschält. Und hier seht ihr rohköstliche Wilderdnüsse. Auch diese Nüsse habe ich aktiviert, habe sie in Wasser eingeweicht und dann wieder getrocknet. Und aus diesen 3 Zutaten plus den Datteln stelle ich so eine Art Snickers her. Ich verflüssige in einem warmen Wasserbad diese Kakaoplättchen und fülle sie in die Datteln und vorher stecke ich in diese Datteln noch jeweils 1 oder 2 Erdnüsse. Für die Snickers-Variante eignen sich am besten Datteln, die karamellig schmecken und ein bisschen weicher sind. Da hätten wir einmal hier Zamli-Datteln und Mosfati-Datteln. Die gibt es zum Beispiel in arabischen Lebensmittelläden. Das sind die Mosfati-Datteln und die Zamli-Datteln. Die müssen noch entkernt werden und was dabei wichtig ist, dass die Öffnung nicht zu groß wird, weil ja die Schokolade in die Datteln
hineingefüllt werden soll. Die Schokolade, also diese Kakaomasseplättchen, werden ja flüssig, verflüssigt, und dann ist es wichtig, dass das dann nicht übermäßig aus den Datteln wieder herausläuft. Während ich jetzt die Kakaomasseplättchen in einem warmen Wasserbad verflüssige, werde ich einige dieser Datteln entkernen. Ihr seht, die Datteln sind entsteint und ich fülle jetzt in die Datteln abwechselnd geröstete Erdnüsse und diese rohen Wilderdnüsse. Die Schokolade ist jetzt auch schon geschmolzen. Sie ist nicht zu flüssig, sie hat eine schöne cremige Konsistenz und ich werde jetzt vorsichtig in diese Datteln Schokolade einfüllen. Die mit Schokolade und Erdnüsse gefüllten Datteln sind fast fertig. Jetzt muss nur noch die Schokolade fest werden. Dafür kann man die Datteln zum Beispiel in den Kühlschrank stellen, beziehungsweise auch für einen kurzen Moment ins Tiefkühlfach. Jetzt ist der süße, schokoladige Snack wirklich fertig. Die Schokolade ist fest geworden. Die Kakaomasseplättchen, die Masse 50 Gramm, reichen für ca. 19 bis 20 Datteln. Hier seht ihr nochmal die gefüllten Datteln, die verschiedenen Variationen auf einen Blick. Eine wundervolle vegane Süßigkeit, diese vegan gefüllten Datteln, perfekt für die Familie, für Freunde, für Familientreffen, für verschiedene Anlässe kann man diese tollen gefüllten Datteln zubereiten. Für diese Variation mit Kokosmus und Vanille gefüllte Datteln hätte ich noch eine kleine Erweiterung. Man kann zum Beispiel die Hälfte so einer Dattel noch in verflüssigte Schokolade tunken und dann fest werden lassen. So kann das dann zum Beispiel aussehen. Hier seht ihr die mit Kokosmus und Vanille gefüllten Datteln ohne Schokolade und hier mit Schokolade. Auch diese Schokolade besteht nur aus diesen Kakaomasseblättchen. Wer da noch ein bisschen Süße reinhaben möchte, der kann dann eben zum Beispiel mit Yakon-Sirup süßen oder einem anderen Süßungsmittel. Das waren verschiedene vegane Füllungen für Datteln. Ihr findet unter diesem Video bzw. auch im angepinnten Kommentar einen Link zu den Haushaltsgeräten, die ich dazu verwendet habe, den kleinen Fotomatik und mein Hochleistungsmixer für das Kokosmus, bzw. findet ihr auch einige Links zu den von mir verwendeten Zutaten. Ich freue mich über euer Feedback zu diesen Rezepten, bzw. hinterlasst mir auch gerne einen Kommentar, falls ihr so ähnliche Rezepte habt. Wie füllt ihr gern Datteln? Ich freue mich über unseren Austausch, wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Bis ganz bald, ihr Lieben, eure Silke.